Hallihallöschen, meine werten Sportsfreunde, und willkommen hier im Fritz-Walter-Stadion. Es spielen der 1. FC Kaiserslautern gegen FSV Geilenkirchen. Und wir sind in Liverpool, am helllichsten Tage. Manch ein Fan dachte vielleicht, dass es ein Nachtspiel ist, aber nein, wir haben Tageslicht. Hier in Liverpool, in Lautern. Meine fängt dabei mit L an. Und das ist eine sehr interessante Pokalansetzung. Lautern gegen Geilenkirchen. Weil der Gewinner darf entweder gegen Dortmund oder gegen Darmstadt. Und beide Mannschaften in der Liga sind tatsächlich gar nicht mal so gut dabei. Im Gegenteil, sowohl Lautern als auch Geilenkirchen haben gerade mehr oder weniger Glück, dass es zwei Mannschaften gibt in ihrer Liga, die definitiv die Abstiegsplätze mehr verdient haben. Und jetzt mit neuen Trainer vom SV Geilenkirchen, Samuel Fischer, der zuvor Assistenztrainer war. Er soll jetzt hier erstmal temporär ein bisschen Ruhe bringen in die Mannschaft, nachdem man Bruno Hirschnagel entlassen hat. Eine Entscheidung, die man definitiv nachvollziehen kann, nach der sehr, sehr schwächsten Leistung seit Brunos Einstieg im Verein. Das Spiel beginnt Lautern in Rot von links nach rechts. Geilenkirchen in Blau von rechts nach links. Und vielleicht sehen wir hier eine stärkere Mannschaft, als wir sie noch von Bruno Hirschnagel kennen. Es ist zu hoffen. Ein Urgestein der YouTube-Bundesliga, da will man eigentlich nicht, dass sie ganz unten mitspielen. Ähnlich ist ja auch mit FC Kaiserslautern. So, das sind die zwei Urvereine, die man eigentlich nicht unten sehen will. Und Glocke! 1:0! Ding Dong! Hello! Tim Glocke ist da! Und macht in der 7., 8. Minute, was das Wissen, das 1:0. Ob das kein Abseits war? Boah. Ich glaube, wenn das eine richtige Entscheidung war, es hätte falsch gepfiffen. Ich glaube, es hätte Abseits gepfiffen. Aber Abseits ist nur eine Empfehlung. Im Gegensatz zu Karten. Deswegen. Ja. Steht es hier 1:0. Und ja, das ist ein Spielstand, den man bei Geilenkirchen mittlerweile gut kennt. Man könnte hoffen, meinen, dass man weiß, wie man damit umgeht, aber hier sehe ich keine Abwehr. Mannheim rettet unten, bevor hier Glocke zum zweiten Mal an der Tür klingelt. Lass ihn bitte rein, er hat seine Schlüssel verloren. Eckball FC Kaiserslautern. Hoch, aber Mannheim hat ihn. Mannheim hat ihn. Bei Geilenkirchen herrscht eine gesunde Torwartrotierung. So will ich es mal nennen. Das war übrigens Abseits. Aber Abseits ist auch nur eine Empfehlung. Deswegen wurde das hier erstmal nicht gepfiffen, weil im Ballbesitz kam Lautern Enis. Lukas. Auf Franco. Ja, gute Idee. Aber Wolfgang hat den Braten gerochen. Der ist noch schlecht vom Weihnachtsessen. Und jetzt Geilenkirchen im Angriff mit Desatio. Holzapfel und das Atios. Atios kommt frei.
Kretschmer mit einer Parade, die sehenswert war. Aber das hätte das 1-1 sein müssen. Ja, man sieht da auch schon bei den Geilkirchner Unruhe auf der Trainerbank. Ja, ich habe da ein sehr sarkastisches Geil, Jungs, gehört. Aber vielleicht war es auch ein nicht sarkastisches Geil, Jungs, von der Lauternbank. Man weiß es nicht. Jetzt ist wieder Geilkirchen im Angriff. Holzapfel auf Wolfgang. Jan Polle. Und da ist Nakamura! Aber der Schuss, der war laienhaft. Freistoß Lautern. Ja. Wäre natürlich die Geschichte schlechthin, wenn du als Lautern den Pokal holst, währenddessen Dortmund lauert, währenddessen Bayern lauert, währenddessen Schwabach lauert, währenddessen Eintracht Tarida lauert. Das sind die wichtigen Mannschaften, die definitiv eine sehr, sehr starke Hürde für Lautern wären. Und das Atiums! Geht doch! 1-1! Christaps Atiums! Aber man sieht, die Spieler sind ein bisschen gezeichnet, wie Cartoon-Charaktere. So richtig Freude kommt noch nichts auf. Aber es war auf alle Fälle schon mal ein gut kombinierter Spielzug, der dementsprechend belohnt wurde. Und jetzt steht es 1-1! Und Lautern muss jetzt wieder wach werden. Vielleicht wieder die Glocke klingeln. Eins davon wäre vorteilhaft. Pauwelein. Auch recht neu in der Startelf. Hat da das Auge für Atiums? Da ist Nakamura. Ja, Atiums auf Holzapfel. Da ist der Sergio. Und abseits. Abseits. Auf Empfehlung des Refs war das ein Abseits, und ja, da waren die Szenen im Abseits. Richtig erkannt vom Schiedsrichter gespannt. Aber bisher eine sehr unterhaltsame Partie, wenn man mich fragt. Jetzt hier Tim Gocke auf Burn. Ja, verliert er den Ball leistendig an Willi. Und jetzt Nakamura. Ja, Atiums, da sieht der DeSaggio, aber der will nicht schießen. Ob da ein Schritt zu viel gedacht wurde oder ob das einfach nur ein Geschenk für Lautern war, man hofft auf Ersteres. Aber sowas sollte nicht passieren. Da musst du einfach draufballern. Aber es war's für die erste Halbzeit. 1-1. Hier ist noch alles offen. Und da sind wir wieder in der zweiten Hälfte. Bin sehr gespannt, was
die Trainer ihre Mannschaft mit auf den Weg gegeben haben, um dieses sehr, sehr packende Pokalspiel für sich zu gewinnen. Scheinbar eine Menge Kopfbälle. Jetzt hier Kovalainen auf einer Kamera. Ja, aber der Pass war es nicht. Bittner sah das gut. Und jetzt Kontermöglichkeit für den ersten FCK. Burn ist da sehr langsam, aber das Glocke. Und Mannheim, Riesenreflex hier. Hält Geilkirchen für mindestens den Ausgleich fest. Großartige Tat vom Schlussmann der Geilkirchener. Und jetzt ist auch schon wieder Geilkirchen im Angriff mit Jan-Hendrik Holzapfel auf Atioms. Ja, man ist irgendwie durchgemogelt. Jetzt Atioms das Holzapfel. Aber Kretschmer. Gute Parade vom Lauterner Schlussmann. Und da wurde Scheibeball gespielt, kein Pfiff. Interessant ist, dass da für den Moment, dass da kein Ball gespielt wurde. Aber der Skireiter, denke ich, ist besser im Feld als jemand, der oben in seiner Kommentatorenkabine sitzt. Deswegen beschwere ich mich hier mal weniger. Ist ja bei Geilkirchen fehlt so das letzte Stück Arbeit, was zum Tor führt. Da fehlt das letzte Stück etwas. Jetzt ist es jetzt ja! Ne, ist weg. Kretschmer verhindert hier das 1-2 und es geht locker runter, für ihn kommt Dirt. Kovalainen geht runter, für ihn kommt Spaghetti. Beste Fanlieder wurden hier gerade angesungen, als Benjamin Giert aufs Feld gekommen ist. Aber das gehört nun mal zum Fußballverein dazu. Ich grüße hier den Gesangsverein von ETL, die ja damit berühmt geworden sind. Deswegen ein bisschen Stimmung bringt Leben in die Bude. Wer hätte es gedacht? 17 Minuten gespielt. Bislang hat es hier immer noch kein klarer Sieger gegeben. Lauter nominell Petrolisa, wenn sie vorne sind. Dafür ist Geilkirchen häufiger vorne. Wie jetzt. Holle. Na komm mal, nur Sophie. Und der Angriff ist nicht geglückt, aber der ist ebenfalls nicht geglückt. Jetzt Branko. Vielleicht schafft man das schnell umzuschalten. Schneller als Geilkirchen. Sieht schlecht aus. Sieht sehr, sehr schlecht aus. Ja, ein bisschen Mittelfeldgetümmel jetzt hier. So wirklich sind roter Faden. Die ist jetzt bei keiner der beiden Mannschaften gerade. Vielleicht ist er jetzt mit Baghetti? Nein. Bittner ist da, hat die Kugel. Und jetzt muss Branko rennen. Sieht unten Burn. Der mir heute ein bisschen träge erscheint. Kein gutes Spiel von Burn. Muss ich so sagen. Da wird jetzt hier um jeden Ball gekämpft. Egal wo der Ball ist, er wird bekämpft. Giert auf Branko. Das Burn. Branko, das Giert, Giert! Aus dem Netz. Ja, da, man muss da auch erstmal den Ball reinkriegen. Bei dem Winkel ist eine sehr, sehr schwierige Herausforderung. Giert ist jemand, der das definitiv schaffen kann. Aber jetzt gerade hat er es nicht geschafft. Simba kommt jetzt rein für Rohrbach.
Und Polle geht für ihn. Offensiver Wechsel. Kehl, Gomez kommt rein. Dein Kirstner nennen ihn gerne das Kind von Sebastian Kehl und Mario Gomez. Ich hoffe, der hat zumindest einen besseren Abschluss. Und das war eine gelbe Karte. Borges sieht frustriert aus, aber wie wir es hier nochmal sehen, hinten reingestiegen, ohne Chance den Ball zu treffen. So, das ist einfach eins, das 1x1 der Karten. So, wenn du Notbremse machst, gibt es natürlich eine rote. Und wenn du jemanden so unnötig reinsteigst, gibt es natürlich die gelbe. Das sind zwei Dinge, die weiß jedes Kind. Holzapfel. Vielleicht ist es dieser Angriff. Wie keiner der beiden Mannschaften will jetzt unbedingt die Verlängerung. Aber Kretschmer hält Lautern in die Partie. Wortwörtlich. Eine Minute Nachspielzeit. Die Ecke kommt nicht gut rein. Und das sollte es gewesen sein für die zweite Hälfte. Man hört hier sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen über diesen Pfiff. Ich wage mich hier keinem Urteil. Ich warte hier auf die Verlängerung, die jetzt hier im Moment kommen sollte. 1:1 nach regulärer Spielzeit. Ich kriege mehr Geld. Geil. So, und damit geht es in die Verlängerung. Ich werde hier natürlich nicht für jede Minute bezahlt. Schön wär's, dann würde ich jeden Tag Lautern gegen Kaiserslautern kommentieren wollen. Das hatte kam jetzt rein für ging raus für Roten Gatter so rum. Auch schon wieder ein offensiver Wechsel. Und jetzt Simba. Ja. Da hast du so viel Raum und dann machst du trotzdem einen Fehlpass. Die Nerven sind am Flattern. Wie Schmetterlingen. Rottengatter. Rottengatter rennt da einfach rein. Aber passiert nichts. Holzapfel auf Nakamura. Spaghetti und das Nakamura. Das geht. Gomez. Ganz allein vor dem Tor. 2:1. Für die Männer in Blau. Für die Geigenkirchner. Da jubelt sogar Mannheim, als hätte er selbst das Tor geschossen. Ja. Ein lauterer Spieler in der Nähe von Kiel Gomez. Und ja, du musst ein Stürmer nicht sagen, wie man einen Torschuss schießen hat in dieser Situation. Die Weißen für Geilenkirchen sind gestellt. Jetzt heißt es, irgendwie diese Partie jetzt nach Hause bringen. Dafür müssen sie aufpassen, dass Kaiserslautern hier nicht einmal nach vorne kommen darf. Denn wie wir gesehen haben in dieser Partie, wenn sie vorne sind, sind sie meistens sehr gefährlich. Große Wort hier ist wenn. Willi. Ja, und die haben jetzt natürlich alles halt der Welt. Die haben jetzt alles halt der Welt. Vielleicht nochmal nach hinten passen. Nee. Oh, langer Ball.
Aber abseits. Wir müssen hier nochmal genau an. Der ist schon nach Berlin hingerannt. Das sind zwei Gruppenspiele, zwei K.O.-Phasen noch. K.O.-Runden, so rum. Zwei K.O.-Runden zu früh, um dahin zu laufen. Auch wenn ich die Euphorie sehr verstehen kann. Jetzt hier Rotengatter. Die Abwehr sieht sehr offen aus, aber ist es nicht. Freistoß Lautern. Aus einer guten Position. Wenn der reingeht, dann lehne ich bis weit aus dem Fenster und sage, dass es das war. Los! Oh, Latte! Oh, Baghetti, stopp ab! Baghetti macht den Sack so gut wie zu! Und da läuft sogar der Trainer mit. Die feiern hier, als hätten sie gerade 3 Pokale gewonnen. Aber kann man es ihm verübeln? Kann man nicht. Nach all der Scheiße, die Geil in Kirsten erlebt hat in dieser Saison, ist es so, so wichtig, dieses Match zu gewinnen. 1-3. Wir haben aber noch eine Hälfte der Verlängerung. Und wir haben gerade gesehen, 2 Tore in einer Hälfte der Verlängerung sind möglich. Geht in die zweite Hälfte der Verlängerung. Und jetzt muss Lautern alles nach vorne schmeißen. Am besten nicht aufs Feld. Weil sonst gibt es hier unnötige Verzögerungen. Martinez kommt jetzt rein für Sophie. Ich weiß nicht mal, wer Martinez ist. So selten spielt er hier bei Geilenkirchen. Aber die Message ist klar. Hinten zu. Üble Grätsche hier. Gibt Gelb für Bittner. Man merkt den Frust. Ein paar Meter weiter im Strafraum und das wäre ein Elfmeter gewesen. Weiß, man will das Elfmeterschießen jetzt auch irgendwie holen, aber das ist dann noch ein bisschen weit weg vom Ziel. Freistoß. Kein Kissen. Wird das hier das 1-4. Kommt gut hinein und das ist es, das 1-4. Und ich esse meine eigenen Wörter. Martinez ist der Torschütze. Die Sekunde, wo es was anderes, was ich Festes gesagt habe zu Martinez, habe ich quasi das 1-4 besiegelt. Das ist der Commentary Curse. Bitte verzeiht mir Lautern Fans. Wie sollte Martinez in Basketball einsteigen? So hoch wie der hier gesprungen ist. Mit ausgespreizten Beinen. Sieht man selten. Und ja, ich glaube, es muss hier niemandem sagen, dass es das jetzt war. Dass hier fährt aber. Verschönerung des Ergebnisses. Ja. Simba 2-4. Wird aber das Ergebnis verschönert. Aber ich glaube, viel mehr ist hier nichts drin. Wunderschöner Schuss aber von Simba an der Stelle. Muss man löblich erwähnen.
Oh. Und ja. Jetzt haben wir doch noch ein drittes Tor und vielleicht auch noch ein viertes. Also, wenn man ganz verrückt ist. Oder ist man so verrückt? Ist man so verrückt? Ist man hier verrückt? Ist man hier verrückt? Ich habe es auch gerade nach meinen Stufverbindungen gegoogelt. Wie ich besser nach Hause komme. Aber wahrscheinlich muss ich. Also, wenn. Also. Nochmal so ein schnelles Tor und ich kann mir die Verbindung in den Arsch schieben. Drei, vier. Und jetzt kommt es alles auf einen Angriff an. Oh mein Gott. Ja, und jetzt wir spielen natürlich langsam. Jetzt spielen wir natürlich langsam. Machen sie schlau. Oh, aber es ist aber ein Verlust. Der Angriff zählt. Ich. Kämpft hier um den Ball, das gäbe es kein Morgen. Burn. Auf Ilk. Moment. Eckball. Eckball! Warum ist das auf einmal spannend? Da stand doch 1-4! Eckball! Alle müssen jetzt nach vorne eigentlich. Ich stehe! Meine Damen und Herren, ich stehe! Kretschmer ist mit nach vorne gelaufen! Der Schiri pfeift es ab! Der Schiri pfeift es ab! Und ich. Hätte ich einfach nach innen gepasst, wäre es hier das Elfmeterschießen gewesen. Mutter Maria! Was für eine peinliche Partie! Mein Herz braucht Pause. Ja. Euer Herz braucht Pause. Ich verabschiede mich aus dieser geilen Partie. Bis dann. Tschüss und auf Wiedersehen.